Kann ich vorläufig bei dir pennen? Ben, wir wohnen hier schon zu zweit. Ja, nur für ein paar Tage, bis sich der Onkel Läusel wieder beruhigt hat. Ich mach dir auch jeden Tag einen frisch gepressten Orangensaft. Ich weiß sonst einfach nicht, wo ich hin soll. Also, was ist jetzt? Unterschreibst den Kaufvertrag? Miriam, ich weiß, das wird dich jetzt sehr verletzen, aber es geht nicht anders. Was denn? Ich habe einfach keine Kraft mehr für diese ganze Maskerade. Wovon redest du? Ich habe dir meine Gefühle nur vorgespielt. Ich empfinde nichts mehr für dich. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Das war alles geheuchelt? Robert, ich habe mir das doch nicht einfach eingebildet. Ich wollte helfen. Helfen? Du warst unglücklich. Das wollte ich nicht. Ich wollte helfen, deswegen habe ich so getan, als ob. Es war sehr anstrengend. Danke. Nur die Mühe hättest du dir echt sparen können. Ich empfinde nichts mehr. Weder für dich, noch für sonst jemanden. Ich empfinde noch nicht mal was für mich selbst. Übrigens, der Kaffeelieferant hat gerade angerufen und gefragt, ob wir uns das überlegt haben mit der neuen Kaffeemaschine. Sagen Sie, unser jetziges Gerät ist erst Anfang des Jahres komplett überholt worden und noch tadellos in Schuss. Okay. Was haben der Kassenbeleg zwischen den Bestellungen verloren? Oh, das ist wahrscheinlich bei der Ablage dazwischen gekommen. Noch ein bisschen orientierungslos, unsere neu auszumildende, oder? Nein, gar nicht. Ihre Großnichte schlägt sich wirklich hervorragend. Dank Ihrer Hilfe, hm? Naja, als Neuling braucht man schon mal den ein oder anderen Tipp oder meine helfende Hand. Ja, schön, dass Sie Leonie so unter Ihre Fittiche nehmen. So, bitte sehr. Die Suche nach unserem neuen Chefkoch gestaltet sich übrigens ganz erfreulich. Ein qualifizierter Sternekoch hat Interesse bekundet. Das ist ja wunderbar. Ja, morgen stellt er sich vor. Robert wird mir bei der Entscheidung helfen. Er weiß ja schließlich am besten, worauf es ankommt. Schön, dass alle so an einem Strang ziehen. Ja. Wie konnte ich nur so blind sein? Wieso habe ich nichts gemerkt? Robert hat mich die ganze Zeit getäuscht und ich habe mich ihm regelrecht an den Hals geworfen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich noch denken oder glauben soll. Ich habe das Gefühl, ich falle und falle, immer tiefer. Davor hatte ich die ganze Zeit am meisten Angst. Dass Robert mich nicht mehr liebt. Ein Leben ohne ihn, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Miriam? Oh. Was ist passiert? Robert, er hat mir die ganze Zeit was vorgespielt. Ich wollte einfach glauben, dass alles richtig ist, dass alles gut ist. Und dabei ist er nichts. Er ist eine leere Hülle. Das tut mir leid. Meinst du, Robert kriegt mit, was um ihn herum passiert? Ich weiß es nicht. Ich kann ihn überhaupt nicht mehr einschätzen. Aber es besteht doch eine kleine Chance auf Heilung, oder? Mir geht die Kraft aus, an Wunder zu glauben. Entschuldige, dass ich dich jetzt so voll heule. Ich habe gesagt, ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst, als Freund.
Danke. Also, erzähl. Ich möchte einfach mit Robert glücklich sein. Und dann kommt diese Krankheit, aus der es keinen Ausweg gibt. Das macht doch keinen Sinn. Manchmal erkennt man den Sinn erst später. Viel später. Aber das Wichtigste ist, dass du auf dich Acht gibst. Ich kann nicht an mich denken. Ich liebe Robert. Robert ist nicht mehr der, der er mal war. Natürlich ist er das. Nein, ist er nicht. Er lebt nur in deiner Erinnerung. Das kann man auf Dauer nicht aushalten. Worauf willst du hinaus? Du musst eine Entscheidung treffen, sonst gehst du da dran kaputt. So, da kommen wir der ganzen Sache ja schon näher, hm? Du bist rausgeflogen, weil du Geld aus der Gemeindekasse geklaut hast, verstehst? Was heißt hier geklaut? Geliehen. Ich meine, was ist das für eine blöde Idee überhaupt von dir? Ich hätte sie auch gleich wieder zurückgetan, wenn ich das Fahrrad verkauft hätte. Oh. Ja, ja. Hat leider nicht geklappt mit dem Verkauf, ne? Nee, wegen des Unfalls. Wegen des Unfalls. Ich glaube, der Champagner ist schuld, verträgt nämlich nicht jeder. Aber habe ich ja schon mal gesagt. Ja, halt eine ganze Flasche. Ist schon viel. Sag mal, wieso hast du den Blödsinn eigentlich gemacht? Wolltest du mir etwa imponieren? Für deine blauen Augen würde ich einfach alles tun. Boah, wie schlecht ist das? Ich habe grün-braune Augen, ja? Also ist die Sache gebongt. Was denn? Ja, dass ich erstmal bei dir bleiben kann. Mal Benni, schau dich doch mal um. Wir haben überhaupt gar keinen Platz. Ich mache mich auch ganz dünn. Willst du mich jetzt echt auf der Straße pennen lassen? Ich meine, ich bin zwar schon der Typ einsamer Wolf, aber... Ich würde mir ja sagen, nerviger Dackel passt eher, oder? Hm. Ja, schau, wie ein Dackel. Hör auf, sonst sage ich nein. Hm. Unter einer Bedingung, nur auf der Isomatte in der Küche und nur, bis du dich mit deinem Onkel vertragen hast. Okay, geht klar. Danke. Blaue Augen. Ja, das ist wirklich eine blöde Sache. Übrigens, der Schnitzel ist schon tot. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Leon ist total vernagelt, was dieses Flugzeug angeht. Ich kann doch nicht zulassen, dass sie diese Todesmaschine kauft. Gregor, du bist ihr Freund, nicht ihr Vater. Ach, was soll das denn bitte heißen? Leonie ist alt genug. Sie kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Du würdest dir auch Sorgen machen. Dieses ganze Projekt ist völlig verrückt. Das ist ihr Traum. Wir alle haben irgendwelche Träume. Aber nicht solche. Aha. Und was würdest du tun? Würdest du für jemand anderen deine Träume aufgeben? Das ist was völlig anderes. Ich bringe mich mit meinen Träumen nicht um. Akzeptiere, dass das Flugzeug für Leonie wichtig ist. Wichtiger als unsere Beziehung. Sag mal. Hey, sieh's einfach mal ein bisschen lockerer. Vertrau ihr, okay? Hab ein bisschen Vertrauen. Vertrauen, du bist gut. In dieser Maschine ist schon jemand ums Leben gekommen, Felix. Hallo, Leonie. Hi. Ja, ich wollte sowieso gerade mit Samir was trinken gehen. Hallo. Setz dich doch. Und? Ist der Flugzeugkauf unter Dach und Fach? Nein. Du wolltest doch heute den Vertrag unterschreiben. Ich hab's mir anders überlegt. Du bist mir wichtiger als diese Klapperkiste. Du hast aus Liebe zu mir auf deinen Traum verzichtet? Träume müssen nicht immer in Erfüllung gehen. Manchmal reicht es, welche zu haben.
Bleiben Sie länger im Fürstenhof? Das hängt vom Besitzer ab. Ach, Sie kennen Herrn Saalfeld? Flüchtig. Sind Sie etwa der neue Koch, der sich heute vorstellt? Der neue Koch? Genau. Das ist ja perfekt. Dann kann ich Sie direkt zu Ihrem Gespräch begleiten. Ich bin nämlich eine der Geschäftsführerinnen. Was machst du in meinem Bett? Was soll denn der Krach mitten in der Nacht? Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Raus hey, da! Tanja hat mir erlaubt, bei euch zu übernachten. Aber bestimmt nicht in meinem Bett. Nee, in der Küche auf einer Isomatte. Aber schlaf du mal auf den Fliesen, das geht gar nicht. Weißt du, was hier überhaupt nicht geht? Dass du dir mein Zimmer krallst. Tanja hat gesagt, dass du sowieso woanders übernachtest. Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Oh Mann, was soll denn die ganze Aufregung? Ist doch nichts passiert. Ich stehe aber nicht auf Überraschungsgäste. Du ziehst mir jetzt sofort mein Bett neu. Ja, schon okay. Wenn Tanja dir schon Asyl gewährt, dann hast du dich bitte auch an die Abmachung zu halten, ja? Ja, sorry, ehrlich. Nicht mehr sauer sein. Als Entschädigung mache ich dir auch mein Spezialrührei. Sowas Gutes hast du noch nie gegessen. Und heute Mittag rede ich mit meinem Onkel. Und dann seid ihr mich schneller los, als du, Achtung, Bettenklau sagen kannst. Und wie ist die Auslastung? Läuft der Betrieb gut? Ach, besonders seitdem der Golfplatz fertig ist, hervorragend. Da konnten wir ein deutliches Buchungsplus verzeichnen. Ach, tatsächlich? Ja, na, kein Wunder. Bei der Lage, dem Ambiente und dem renommierten Restaurant. Tja, der Fürstenhof hat wirklich ein außerordentlich gutes Standing. Aber wieso kommt es, dass Sie einen neuen Chefkoch suchen? Ich dachte, die Küche wäre fest in familiärer Hand. Ja, der Juniorchef verlässt uns leider. Er zieht mit seiner Freundin nach Paris. Ja, verstehe. Das würde mir auch gefallen. Robert Saalfeld hat in der Küche wahre Wunder vollbracht. Da treten Sie ein wahrlich schweres Erbe an. Ich liebe Herausforderungen. Da ist das Restaurant sicher gut besucht. Ach ja, wir sind fast immer ausgebucht. Neben den Hotelgästen haben wir auch viele Gäste aus dem Umland, die extra anreisen, um hier zu speisen. Da wirft das Hotel sicherlich einen ordentlichen Gewinn an, nehme ich mal an. Ich darf natürlich keine Interne ausplaudern, aber die Zahlen sprechen durchaus für sich. Und der Besitzer? Wie ist er so als Vorgesetzter? Deiner Saalfeld. Er leitet das Haus mit fester Hand, aber sehr korrekt und gerecht. Ich bin mir sicher, Sie werden sich mit ihm gut verstehen. Ich bin gespannt. Bitte? Ich meine, ich bin sehr gespannt, Herrn Saalfeld kennenzulernen. Er erwartet Sie sicher schon. Wäre es vielleicht möglich, vorher noch einen kurzen Blick in die Küche werfen zu können? Der Meister möchte erst dein neues Reich begutachten. Ja, so ein Tick von mir. Okay, dann nehmen wir doch gleich den Personaleingang. Sie sagen dem Architekten Folgendes: Wenn er bis zur nächsten Gemeinderatssitzung die Pläne nicht auf den Tisch legt, dann kann er sich seine Wohnanlage in die Haare schmieren. Ist das klar? Gut, also nachher. Und sagen Sie ihm viele Grüße von mir, ja? Servus. Onkel Läusel, ich habe auf dich gewartet. Aha. Was gibt's? Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Die Sache mit der Gemeindekasse, das war voll daneben. Na, es kostet laut so. Und es tut mir leid, dass ich dich in so eine blöde Situation gebracht habe. Und ich verspreche dir hoch und heilig, dass ich mich ab jetzt zusammenreiße. Sowas wird nie wieder vorkommen, ehrlich. Das glaube ich ja. Weil ich nämlich zu deiner Mutter zurückschicke. Aber ich habe mich doch entschuldigt. Ja, manchmal sind kleine Entschuldigungen eben nicht genug. Du hast mich bestohlen. Und noch schlimmer, du hast mich belogen, das mich tief enttäuscht. Ich weiß nicht, ob das deiner Mutter gefällt. Das kannst du doch nicht machen. Das hättest du ja früher überlegen müssen. Wir sind doch verwandt. Ich meine, du bist mein Onkel. Auch verwandtschaftliche Bande können zerreißen. Du bist nicht mehr mein Neffe. Wo bleiben denn die Eier im Glas? Ja, und der Speck ist überhaupt noch nicht gewürfelt. Ja, und das wäre dann Ihr neuer Arbeitsbereich. Exzellente Ausstattung. Gefällt mir. Würden Sie bitte mal Platz machen.
Frau Sonnbichler, der Herr ist womöglich Ihr neuer Chef. Ja, und wenn es der liebe Gott wäre, er stand mir im Weg. Das duftet ja wunderbar. Das ist ein eigenes Rezept von mir. Mit Hefe und viel Schmalz? Ja, und mit Buttermilch. Das gibt dem Ganzen so diese säuerliche Frische. Wollen Sie mal ein Stück probieren? Ja. Also Backen ist ja nicht so meine Stärke. Also bei Herrn Saalfeld habe ich auch immer die Backerei übernommen. Das ist sozusagen mein Spezialgebiet. Das merkt man. Warten Sie mal. Nehmen Sie es am besten mit dem Tuch, es ist ganz heiß. Das ist wirklich exzellent. Ich sehe schon. Wir würden uns vorzüglich ergänzen. Tender Love. Das waren mal. Es tut mir leid. Dass du nichts empfindest? Dafür kannst du nichts. Ich wollte unbedingt an Wunder glauben. Ich wollte dir nie wehtun. Das weiß ich. Ich wünschte, ich könnte dich so lieben wie früher. Aber das geht nicht. Richtig. Und jetzt? Was ist mit uns? Was meinst du? Wir müssen eine Entscheidung treffen. Also diese Soße hier, das ist meine eigene Kreation. Die reichen wir heute Abend zum Lammkarree. Also ausgezeichnet. Aber haben Sie schon mal mit einem Hauch Safran probiert? Nee, Safran. Mit Estragon habe ich es probiert, aber mit Safran? Ja, probieren Sie es doch mal. Das gibt dem Ganzen etwas Weiches. Ja, da bin ich aber jetzt mal gespannt. Moment. Oh ja, da wäre ich nie drauf gekommen. Ja, aber nichts gegen Ihre gehackten Pinienkerne. Also die noch mit reinzutun, da wäre ich nie drauf gekommen. Ja. Sie sollten sich mal lieber um den Herd kümmern, Frau Sonnbichler. Da brennt gerade was an. Der Speck. Mensch, da hättest du aber auch mal aufpassen können. Ja, auch wenn sich unsere Mitarbeiter alle Mühe geben, es fehlt definitiv der Chef. Nein, das ist meine Schuld. Ich habe Frau Sonnbichler zu sehr abgelenkt. Aber wenn ich von zwei so bezaubernden Wesen umgeben bin, verliere schon mal den Sinn für Raum und Zeit. Frau Sonnbichler, in einer Stunde kommt ein Bewerber für die Chefkochstelle zum Vorstellungsgespräch. Halten Sie sich bitte bereit, ihm die Küche zu zeigen, ja? Ja, ist schon passiert. Wie bitte? Der Bewerber ist schon da. André, ich freue mich auch sehr, dich zu sehen, mein lieber Bruder. Ja, dieser verfluchte Ausziehtisch. Ganz schön viel los heute, ja? Psychologentagung im Rosenzimmer. Und jetzt wollen die im Restaurant auch noch alle zusammensitzen. Wahrscheinlich, dass sie sich besser gegenseitig analysieren können. Und, sonst alles Sonnenschein im Paradies?
schon, irgendwie. Irgendwie? Leonie hat meinetwegen auf den Kauf des Flugzeugs verzichtet. Ja, aber das war doch genau das, was du wolltest. Jetzt habe ich aber ein schlechtes Gewissen. Man kann nicht alles haben. Von ihr zu verlangen, auf ihren großen Traum zu verzichten, das... Ich bin damit vielleicht zu weit gegangen. Du kennst meine Meinung dazu, aber schließlich hat sie den Schritt doch freiwillig gemacht, oder? Naja, so viel, wie wir uns deswegen in letzter Zeit gestritten haben. Bist du jetzt trotzdem nicht glücklich? Was, wenn sie mir das irgendwann zum Vorwurf macht, dass ich sie davon abgehalten habe, von ihrem großen Traum? Ja, das kann dir natürlich passieren. Ich will ja, dass es ihr gut geht. Aber? Muss sie sich deswegen ausgerechnet in solche Gefahr begeben? Ich dachte, die Sache wäre vom Tisch. Naja, weißt du, ich fürchte einfach, dass sie ohne die Fliegerei nicht glücklich wird. Also, was willst du? Brauche ich einen Grund, meinen großen Bruder zu besuchen? Schließlich haben wir uns ja seit unserer kleinen Meinungsverschiedenheit vor ein paar Jahren nicht mehr gesprochen. Eine kleine Meinungsverschiedenheit? Ein ganz übler Streit war das, wenn ich dich erinnern darf, der übrigens von dir ausgegangen ist. Ja, weil du es damals im Stich gelassen hast, als du aus dem Osten abgehauen bist. Bist du nur hier, um alte Kamellen aufzuwärmen? Das brauche ich gar nicht. Bei mir sind die noch ziemlich präsent. Danke. Ich trinke nichts. Du denkst wie immer nur an dich. Wie damals, als du dich nach dem Tod des Wachmanns in den Westen abgesetzt hast, ohne darüber nachzudenken, was das für deine Familie im Osten für Folgen hat. Aber hör doch auf! Dein Auftauchen hier ist ja nur eine Folge deiner Restaurantpleite in Halle. Aber du weißt davon? Meinst du, das bleibt mir verborgen? Hast du mich etwa ausspioniert? Das brauche ich gar nicht. Dein Sohn Simon ist auf der Suche nach dir hier gelandet. Simon ist im Fürstenhof? Ja. Also ich möchte bloß mal wissen, wie du das immer wieder fertig kriegst, dich so einzustauben. Ja, ich bin halt ein Naturtalent. Ja, den Eindruck habe ich allerdings auch. So, ich glaube, jetzt geht's wieder. Danke dir. Du, und jetzt noch mal. Es ist tatsächlich der Bruder von Werner Solfeld hier aufgetaucht. Ja, du, Werner hat derart fassungslos aus der Wäsche geguckt. Ich glaube, dem war das gar nicht recht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was seine Verwandtschaft aus dem Osten betrifft, hat er sich ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Was meinst du denn da jetzt? Naja, erst die Flucht, bei der dieser Wachmann ums Leben gekommen ist. Und dann weiß ich von der Charlotte, dass der Werner nach der Wende versucht hat, Kontakt mit seinem Bruder aufzunehmen. Und da gab es anscheinend einen ganz bösen Streit. Also André Konopka hat sicher ein schweres Leben gehabt in der DDR. Mit dem Bruder als Republikflüchtling. Ich möchte nur wissen, was der jetzt hier will. Also auf mich hat er eigentlich einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Das kannst du gar nicht sagen, du kennst ihn doch überhaupt nicht. Wenn der Nachfolger von Robert wird, mit dem würde ich gerne zusammenarbeiten. Ach, Tascha, ja, der hat's dir ja anscheinend angetan, hä? Na komm, Alfons. Ein bisschen Lob tut doch irgendwie auch mal gut. Ich meine, Robert hat er immer nur kritisiert. Ganz schön clever, der Herr. Hat er gleich ein bisschen schön Wetter gemacht, oder? Wieso denn schön Wetter? Der war begeistert von meinem Hefezopf. Ja, solange es nur der Hefezopf ist, ich glaube, auf den muss ich ein bisschen aufpassen, hä? Ich muss jetzt in die Küche. Warum pressierst du denn so? Der Herr Konopka hat doch die Stelle noch gar nicht, oder? Sind wir eifersüchtig, Das tut einer angestaubten Ehefrau aber sehr gut. Ja, ich sag nur, Holzauge sei wachsam. Du hältst mich von der Arbeit ab. Das weiß ich. Aber deine Lippen sind nun mal sanfter als der beste Bordeaux im Abgang. Hm. Und deine Komplimente waren schon mal besser. Ah, Simon, hier steckst du. Ich habe eine Überraschung für dich. Überraschung? Hm.
Da schaust du, was? Vater. Dein alter Herr am Fürstenhof. Und wer ist die reizende junge Dame an deiner Seite? Wie ich sehe, hast du meinen guten Geschmack geerbt. Viktoria Tarasch, mein Vater, André Konopka. Es ist mir ein ausgesprochenes Vergnügen, Frau Tarasch. Ja, ich glaube, ihr habt eine Menge zu besprechen. Ich muss sowieso wieder zurück zur Arbeit. Ja, Frau Tarasch, begleiten Sie mich doch ins Büro. Ich habe da noch etwas mit Ihnen über die Belegung des Golfplatzes zu reden. Mhm. Du scheinst dich ja riesig zu freuen, mich wiederzusehen. Wundert dich das? Nachdem du einfach abgehauen bist, ohne eine Nachricht. Na, jetzt bin ich doch da. Na komm. Lass dich umarmen. Was malt Robert denn da? Den Park? Aber alles nur schwarz und grau. Das sieht total düster aus. Und dabei leuchten die Herbstfarben gerade so schön. Moment mal. Die Landschaft kenne ich doch. Das ist... unser Bergausflug. Und der Kuss. Jetzt das Reservierungsbuch. Immer muss man hier irgendetwas suchen. Herr Direktor, bitte sehr. Wieso ist das nicht an seinem Platz? Herr Direktor. Ja, bitte. Apropos Reservierung. Die Psychologen würden gern für nächstes Jahr um die gleiche Zeit gleich wieder buchen. Aber kollidiert es in irgendeiner Weise mit dem Golfturnier im Herbst? Mein Gott, Alfons, woher soll ich das wissen? Fragen Sie Frau Tarasch oder Frau Marquardt. Ja, mache ich. Ziemlich überraschend, der Besuch Ihres Bruders, hm? Ja, man kann laufen, wie man will. Immer holt eine Vergangenheit ein. Aber ich finde es sehr anständig, dass Sie ihm nach all dem, was war, jetzt diese Chance bieten. Welche Chance? Ja, Ihr Bruder wird doch Roberts Nachfolger. Die Hildegard ist ganz begeistert von ihm. André Chefkoch im Fürstenhof? Niemals! Und wenn sich mein Bruder 5 Sterne erkocht hätte... Also, ich musste mal wieder das Restaurant. Ja, warte doch mal, wir haben es ja wirklich nicht gesehen. Die Arbeit läuft doch nicht weg. Aber du vielleicht wieder, was? Es gab da einige Probleme zu lösen. Du bist nach der Pleite mit dem Restaurant einfach untergetaucht. Kein Mensch wusste, wo du steckst und was los ist. Ich hatte meine Gründe, glaub mir. Und was ist mit mir? Kapierst du nicht, dass ich mir Sorgen gemacht habe? Ja, du kennst mich doch, ich bin da nicht unterzukriegen. Ich fall immer wieder auf die Füße. Und denkst nur an dich selbst. Du kommst schon leider nicht so nachtragend. Wo warst du die ganze Zeit? Was hast du gemacht? Also dies und das. Meine Güte, du hast doch selber die ganze Zeit in der Weltgeschichte rumgetrieben. Ich? Ich war in Australien. Erstens hast du das genau gewusst. Und zweitens hättest du wenigstens mal eine E-Mail schreiben können. Du weißt doch, dass ich nicht der Brieftyp bin. Ach, weißt du was? Vergiss es doch einfach. Es ist alles beim Alten. Du lebst dein Leben und ich lebe meins. Was zum Teufel willst du eigentlich von mir? Simon, du bist mein Sohn. Ja.
Dann, wenn es dir in den Kram passt. In Gedanken bin ich immer bei dir. Dann, Mama, jetzt lass doch diesen pathetischen Quatsch! Ich glaub dir sowieso kein Wort. Du denkst, du kannst deine Vaterrolle an- und ablegen, wie es dir gerade passt. Aber weißt du was, ich brauch dich nicht. Nicht mehr. Weder als Vater noch als Freund. Danke, aber ich brauche Ihr Geld jetzt doch nicht. Haben Sie eine andere Finanzierungsmöglichkeit gefunden? Nein, ich kaufe das Flugzeug nicht. Gab es irgendwelche Schwierigkeiten? Nicht direkt. Gregor, also mein Freund, hat sich so Sorgen um mich gemacht und ich will einfach nicht, dass so ein Haufen Blech zwischen uns steht. Haufen Blech? Gestern war es doch noch das tollste Flugzeug auf der ganzen Welt. Meine Beziehung ist mir einfach wichtiger. Kein Mann ist es wert, dass man für ihn seine Träume aufgibt. Gregor schon. Er ist wirklich was Besonderes. Männer kommen und gehen. Das werden sie auch noch lernen. Wenn man vom Teufel spricht. Gregor. Da bist du ja. Entschuldigen Sie, Frau Marquardt. Darf ich Ihnen Ihren Azubi entführen? Ich habe eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Sie wollen am zweiten Tag schon frei nehmen? Das wirft aber kein gutes Licht auf Ihre Arbeitsmoral, Frau Preisinger. Du hast ja gehört. Schade, es wäre nämlich wirklich wichtig. Es sei denn, es handelt sich um eine wichtige medizinische Nachuntersuchung. Da muss ich Frau Preisinger natürlich gehen lassen. Ach so, die Nachuntersuchung, natürlich. Ja, ich will Sie da nicht weiter aufhalten. Erst lässt er ewig nichts von sich hören und auf einmal taucht er ja auf wie Kai aus der Kiste und erwartet auch noch, dass man sich freut. Ich fand ihn eigentlich ganz nett. Tja, mit seinem Charme schlägt er alle. Ein Talent hat eben jeder. Was ist denn das Problem mit deinem Vater? Weißt du, für ihn gibt es nur eine wichtige Person in seinem Leben. Und das ist er selbst. Ja, aber immerhin ist er zum Fürstenhof gekommen, um dich zu sehen. Von wegen, der hat doch gar keine Ahnung gehabt, dass ich hier bin. Ja, dann hat er es vielleicht rausgefunden. Victoria, ich glaube, ich kenne meinen Vater ein bisschen besser als du, ja? Tut mir leid. Es ist nur... Das wird so sein wie immer. Eines Tages, da ist er einfach weg. Ohne Nachricht, ohne Abschied, einfach weg. Du liebst ihn sehr, stimmt's? Er ist mein Vater. Naja, was soll's. Ich muss einfach lernen, keine Erwartungen mehr an ihn zu haben. Dann kann er mich auch nicht mehr verletzen. Sie wollten mich sprechen? Ja. Setzen Sie sich. Haben wir heute den Tag der offenen Tür? Hm? Wie bitte? Wie kommen Sie dazu, einen wildfremden Menschen durch den Betrieb zu führen? Ich dachte, er ist der Bewerber für die Stelle des Küchenchefs. Sie sollen nicht denken, sondern qualifiziert arbeiten. Wieso haben Sie sich keine Referenzen zeigen lassen? Zeugnisse, Unterlagen? Sie hatten doch erzählt, dass sich jemand vorstellt und dann... Und da lassen Sie sich gleich bequatschen? Ohne nach dem Namen zu fragen? Spätestens da hätte es doch bei Ihnen klingeln müssen. Dem Nächsten, der sich hier als zukünftiger Angestellter ausweist, dem legen Sie gleich die Jahresbilanz vor, hm? Ich konnte doch nicht wissen, dass André Konopka Ihr Bruder ist und mir was vorspielt. Außerdem machte er einen sehr seriösen Eindruck. Schein und Sein, das sind immer zwei Paar Stiefel. Ja, aber so wie er sich äußerte und die Küche begutachtete, schien er durchaus qualifiziert zu sein.
Worüber haben Sie genau mit ihm gesprochen? Hat er sich nach dem Fürstenhof erkundigt, nach mir? Er hat sich ausschließlich nach den Arbeitsbedingungen in der Küche erkundigt. Keine Fragen nach den Finanzen? Wie das Hotel läuft? Ich würde niemals interner preisgeben. Das können Sie mir glauben. Ich sehe aus wie das blühende Leben, weil ich schwanger bin. Das ist aus wie eine verwelkte Topfpflanze. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Was machst denn du hier? Ich hab dich gesucht. Ui, gibt es wieder Hummer und Champagner für dein blödes Verhalten heute Morgen und den Bettenraub? Das weißt du schon. Mhm. Leonie hat's mir erzählt. Ja, aber immerhin habe ich mit meinem Onkel geredet. Und, habt ihr euch wieder vertragen? Naja, also nicht, dass er unfreundlich zu mir gewesen wäre. Immerhin bin ich ja sein Neffe. Schon klar. Er hat dich abblitzen lassen, hä? Ja, wenn du es so ausdrücken willst, irgendwie schon. Naja. Dein Charme wirkt eben nicht bei jedem. Was soll ich denn jetzt machen? Ich sitze quasi auf der Straße. Jetzt übertreib halt. Bist doch kein Waisenkind. Mein Onkel will mich zurück zu meiner Mutter schicken. Dann hätte ich hier echt total versagt. Irgendjemand muss mir einfach noch eine Chance geben. Irgendjemand, ne? Ja, bitte, Tanja, lass mich noch mal bei dir wohnen. Nur ganz kurz, bis ich das hier alles wieder geregelt habe. Du hast schon längst die rote Karte von unserer WG bekommen. Ja, das mit Leonies Bett, das war total blöd von mir. Das wird nie wieder passieren, ehrlich. Ja, ich hab mich schon gefragt, wann du mal dein Hirn einschaltest. Wahrscheinlich hast du den Knopf vergessen, ne? Du siehst hier vor dir den weltbesten Mitbewohner. Der staubt nicht, der reinigt sich von selber, ist TÜV-geprüft und hat 2 Jahre Garantie. Und ja, der kann auch noch verdammt gut kochen. Heute Morgen habe ich Leonie zum Beispiel mein Spezialrührei gezaubert. So was Gutes hatte ich noch nie gegessen. Und im Ravioli-Dosenöffner bin ich Weltmeister. Sag einmal, hörst du jetzt auf? Ist ja auch okay. Unter einer Bedingung. Du suchst dir einen Job und du suchst dir eine Wohnung, sonst mache ich da nicht mit. Geht klar. Hier. Ich kann sich bei meinen Hormonen bedanken. Sie werden die Entscheidung für den Mitbewohner Ben 2000, pflegeleicht und stubenrein, nicht bereuen. Oh Gott. Du bist echt ein Original. Stubenrein. Mhm. Das will ich auch hoffen. Mann, du machst es aber spannend. Sind wir eigentlich noch in Deutschland oder entführst du mich gerade nach Südamerika? Abwarten. Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich blinde Kuh noch nie leiden konnte? Was ist schlimmer als die 4-Jährige an Heiligabend? So. Stopp. Voila. Aber das ist doch Frau Zwicks Flugzeug. Falsch. Das ist Frau Preisingers Flugzeug. Mein? Aber heißt das, du schenkst mir das Flugzeug? Ja, ganz genau. Aber du hast doch gesagt, es ist viel zu gefährlich und außerdem... Ich weiß. Aber es war falsch, von dir zu verlangen, meinetwegen auf deinen Traum zu verzichten. Weißt du was, du bist toll. Du bist toll. Damit hätte ich wirklich niemals gerechnet. Und was ist mit deinen Ängsten? Ach, Ängste, damit muss ich eben leben. Wenn du mir versprichst, hoch und heilig, dass du vorsichtig fliegst, dann komme ich damit schon klar. Okay, großes Pilotenehrenwort. Sicher, dass mein Bruder hier nur aufgetaucht ist, um an Geld zu kommen. Er hofft auf mein schlechtes Gewissen. Nach der Pleite mit seinem Restaurant sitzt er natürlich völlig auf dem Trockenen. Möglich. Ja, je schneller er bekommt, was er will,
desto schneller ist er hoffentlich wieder weg. 20.000, meinst du, das reicht? Keine Ahnung. Vielleicht ist André einfach nur hierher gekommen, um seinen Sohn zu besuchen. Ach, Unsinn. André weiß doch gar nicht, dass jemand sich hier aufhält. Außerdem hat sich mein Bruder doch nie durch besondere Vaterliebe ausgezeichnet. Na schön. Und jetzt? Tja, jetzt stelle ich ihm den Scheck aus und hoffe, dass er schnell wieder verschwindet. Warst du nicht immer ein Verfechter vom Zusammenhalt der Familie? Mit André ist einfach kein Auskommen möglich. Warum? Als ich ihn nach der Wende im Halle besucht habe, da hat er mich nur so mit Vorwürfen bombardiert. Du hast dich deiner Familie gegenüber nicht immer besonders korrekt verhalten. Dabei war ich zu einer Aussöhnung bereit. Und deinem Bruder hast du durch deine Flucht das Leben auch nicht besonders leicht gemacht. Mann, das ist doch schon Ewigkeiten her. Gibt's denn da keine Verjährungsfrist? Nicht für alles. Jetzt fang du nicht auch noch an, in sein Horn zu stoßen. Mach, was du für richtig hältst. Ja, das mache ich auch. Frau Marquardt, welch eine Freude. Kleine Stärkung nach einer anstrengenden Inszenierung? Inszenierung? Warum haben Sie mir nicht gesagt, wer Sie sind? Sie haben mich bewusst hinters Licht geführt. Ich bin Koch. Und derzeit ohne Arbeit. Ah ja, eigentlich wollte ich meinen Bruder um eine kleine Finanzspritze bitten. Und warum haben Sie das nicht gemacht? Als Sie mich für den Bewerber hielten, diese Perspektive hat mir besser gefallen. Und da konnte ich nicht widerstehen. Setzen Sie sich doch. Trinken Sie einen Kaffee mit mir? Und dazu noch Frau Sonnenbichlers hervorragenden Hefezorn. Nein, danke. Aber erst durch Ihre Anwesenheit wird das Ganze perfekt. Sparen Sie sich das. Versuchen Sie, mich einzuwickeln, Sie billiger Kleindarsteller. Seien Sie mir doch meine kleine Flunkerei. Sparen Sie sich Ihr Geschwätz lieber für Ihren Bruder. Das werden Sie nämlich noch brauchen können. Wieso? Freut er sich nicht, dass ich da bin? Fragen Sie ihn doch selber. Geben Sie sich doch nicht so zugeknöpft. Ich weiß doch, dass Werner nicht begeistert ist. Ich fall auf Ihre Tricks nicht mehr rein. Suchen Sie sich lieber jemand anderen für Ihr Spionagenetz. Ach ja, und viel Glück für Ihre Bewerbung. Es ist offen. Entschuldige, ich wollte nicht stören. Kein Problem. Robert, ich habe nachgedacht. Und ich möchte, dass unsere Beziehung bestehen bleibt. Ich halte das nicht für eine gute Idee. Warum nicht? Zu einer Beziehung gehören Gefühle. Ohne die Gefühle gibt's keine Liebe. Und ohne die Liebe gibt's keine Beziehung. Ich kann dir nicht geben, was du brauchst. Aber das ist okay. Das ist okay. Ich liebe dich und ich möchte nicht aufgeben. Ich kann nicht für etwas kämpfen, was ich nicht empfinde. Das musst du auch nicht. Aber ich kann ohne dich nicht leben. Du darfst mich nicht verlassen. Ah, der Herr Direktor persönlich. Komm, schweige deine dummen Sprüche. Die waren schon damals nicht witzig. Ja. 20.000 Euro. Sehr großzügig, Brüderchen. Nimm das Geld und mach das, was du am besten kannst, verschwinden. Das sagt der Richtige. Du willst dich doch nur von deinem schlechten Gewissen freikaufen. Geld ist doch wohl der einzige Grund, warum du hier bist. Nach all den vielen Jahren, hm? Du bist damals nicht erst. Ich will keine Almosen. Ich will eine echte und faire Chance. Na ja? Wie soll die aussehen? Du willst doch nicht etwa hier am Fürstenhof bleiben.
Nach den Problemen, die ich wegen dir hatte, ist es Zeit für einen Neuanfang und eine Wiedergutmachung. Und darum wirst du mich als Chefkoch einstellen. Zitronenschüss zu Fisch. Das ist ja nichts Besonderes. Versuchen Sie es doch mal mit Beeren oder Bananenchutney. Das erschlägt den Fisch. Machen wir die Probe aufs Exempel. Der Bessere kriegt den Job. Alles kaputt. Ich glaube, deine Zeit am Fürstenhof ist hiermit beendet. Menü 1 hat gewonnen. Ich gratuliere Ihnen, Herr Kaiser. Wollen Sie sich über mich lustig machen? Warum isst du nicht mit uns? Wir haben noch genug eingekauft, oder? Ja. Ich weiß nicht. Na, jetzt komm schon. Sergej, mir soll sich nicht so anstellen.